Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute ist Borsti fällig, das ist der hier. Ist ein Wildschwein mit 25 Kilo und das werden wir direkt über Feuer grillen. Ich denke, so muss Grillen aussehen und wie wir das machen, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, Hauptzutat ist heute an der Stelle, ich habe schon erwähnt, Borsti. Borsti ist eine 25 Kilo schwere Wildschweinweibchen, ist mit einem ordentlichen Schuss erlegt worden hier an der Seite. Hier sieht man ein Schussloch und bei CSI gucken wir immer, wie der Schuss lief und wir sehen, der lief sehr gerade durch, da hat der Jäger gestanden, nicht da oben, der war ja flach. Also ordentlich erlegt, weitgerecht ausgeweitet, fertig gemacht, Kopf ab, das hat auch mit der Westernküche drauf bekommen. Dann habe ich hier Wilder Klaus Black, da ist wieder Kopf drauf, nämlich meiner, also irgendwie. Dann ein bisschen Edelstahldraht und wie immer, wenn wir in der Westernküche sind, ein scharfes Messer und eine Kombizange. So, bevor wir jetzt hier anfangen, das einzuwürzen, spannen wir das erstmal auf, weil sonst müssen wir mit so einem gewürzten Schwein rumspielen und saugen uns komplett voll. Deshalb werden wir erst hier auf den Spieß aufstecken. Das dauert ein bisschen, deshalb zeige ich euch bloß das Endprodukt. Ja, so sieht Borsti aus. Wir haben hinten am Rücken fixiert, 1, 2 an 3 Stellen. Die zusammengedrehten, jetzt wirbelt, da haben wir jetzt ins Fett runtergedrückt, dass wir uns beim Einmarinieren nicht die Hände aufschneiden. Und dann haben wir hier Spieße bei den Keulen durch und hier vorne in den Rippen nochmal festgemacht. Und vorne haben wir die Vorderkeulen, die haben wir im Prinzip hier mit so einem Draht fixiert. Und wir stellen schon fest, dass es relativ eng wird auf unserer Westernküche. Aber ich denke, das wird gerade so klappen. Also wenn ihr so ein Ding habt, so bei 25 Kilo ist echt die Schallgrenze für so ein Wildschwein. Ansonsten muss man es in Einzelteile zerlegen, da kann man es Einzelteile auf den Spieß machen, aber so ist halt viel cooler. Hier außen ist es jetzt relativ trocken und das bringt mich jetzt dazu, dass wir aus dem Wilden Klaus einfach eine Marinade machen. Also kein Trockengrab, sondern eine Marinade und das ist relativ einfach. Nimmst du 80 Milliliter Wasser und packst eine Packung davon da rein, so hier, und dann mischst du das durch einmal, siehst du, und dann hast du so eine klassische Würzpaste, die du jetzt nehmen kannst, also eine Würzmarinade, und damit können wir unser Schwein jetzt von beiden Seiten richtig kräftig einreiben, siehst du, und nichts bröselt runter, und genau so muss das aussehen. Clever, oder? Ja. Jetzt kriegst du schon wieder ganz neidisch, wie ich dieses Schwein massiere, wa? Ja. Ja, ja. Du saust hier rum. Unser altes Leiden, wie immer, das alte Leiden, wa? Massieren, rumsauen, naja. Rabst du das jetzt eigentlich nur außen oder kommt innen auch? Genau, wir drehen es gleich um und machen es von der anderen Seite nochmal. Und du siehst, das Ding passt genau auf die Wasserküche hier mittig rauf. Und hier werden wir das einfach grillen. Also hier ist schon ordentliche Hitze drüber. Wir drehen das Ding jetzt erstmal flach, so hier. Und wir auf die Höhe werden das da fixieren und werden von der Seite mal so erstmal so Stunde, anderthalb anknuspern. Und da hängt der Bursche jetzt und blubbern und brutzeln tut er schon. Und die Idee dahinter ist jetzt, wir haben rechts und links haben wir jetzt im Prinzip unser Holz liegen, dass er an der Seite die Flamme hochgeht, nicht direkt gegenkommt. Hier vorne sehen wir schon, da passiert gerade ein großes Feuerchen. Das ist ein Fettbrand, weil das ganze Fett sich da unten auf die Kohle kommt. Da schmeißt man einfach eine Schüssel rüber, sich der Tropf jetzt auf die Schüssel ruft. Wir werden aber genug Flamme rechts und links haben, um diesen großen, schweren Nacken oben durchzubekommen. Weil da ist das Hauptproblem dabei, weil die Keulen, die siehst, die sind maximal so dick, aber der Nacken ist schon so ein großer Exemplar mit vielen Knochen drin. Also da muss richtig viel Energie rein. Und wenn es zu schnell geht, dann verbrennt der ganze Kram und je zu langsam dauert halt ewig. Und da muss man so ein Mittelmaß finden. Also weil so wild, das kann auch richtig Temperatur vertragen. Da muss jetzt keine Angst haben, dass du jetzt einen Schongarer anschmeißen musst. Kann man sicherlich. Aber der zieht oben richtig Lack durch. Ich denke, die Grillzeit wird ungefähr auf 4 Stunden rauslaufen. Ja, und da brauchst du ein bisschen Geduld. Man könnte die ganze Zeit drehen, aber ihr seht selber, wir kommen ziemlich eng mit dem Platz hin. Wir müssen immer irgendeine Keule drücken, dass wir die dreht bekommen. Deshalb machen wir die Variante, dass wir sie immer stehen lassen und dann von allen Seiten einzeln so ein bisschen angasen. Was für Holz verwendest du jetzt? Da habe ich wieder meinen. Warte mal. Da habe ich wieder hier die Abschnitte aus der Tischlerei von Dünnemann, die hier. Weißbuche. Aber kannst du normale Rotbuche nehmen oder wozu du gerade in der Lage bist. Ich würde jetzt kein Bauholz nehmen oder irgendwas lackiertes, sondern schon so schöne saure Hartholzstücken und dann mal eins nach dem anderen drin tun. Gell, das blubbert und brutzelt hier, wenn der drunter tropft. Und im Hintergrund sieht man, siehst du, mein schöner Rasen. Und mein Rasenmäher sieht gerade so ein bisschen verschoben aus. Bevor ihr fragt, ja, wir bauen gerade eine Bewässerungsanlage ein und ich hoffe, dass er bei den nächsten Videos wieder ein bisschen schöner wird. Aber um darüber hinwegzutäuschen, trösten wir uns
mit diesem herrlichen kleinen Wildschwein. Das sind die besten Stellen, die da so runtertropft. So, warte, wenn man die wegnascht. Sehr lecker, das ist das Beste. Viereinhalb Stunden sind um und normalerweise mache ich einen Grilldeckel auf, hier nicht. Da ist der Bursche, siehst du hier, guck mal, das Schulterblatt kickt schon raus, zieht sich halt schön zurück, hat eine schöne Kruste aufgebaut, tropft wie ein Kieslaster und genau das ist der Moment, wo man das runternehmen sollte und das werden wir jetzt tun. Was haben wir jetzt für eine Kerntemperatur? Hier oben drin so ungefähr 75 bis 76 Grad im tiefsten Nackenkern. Und man misst immer oben, ja? Oder genau, ist also da hier oben ist so die Stelle, wo der Nacken am dicksten ist und da misst man nachher drin. Ja, die Tage im Leben, da freue ich mich und heute ist jeder davon und ja, ich würde sagen, schön, dass er da war, aber vorher müssen wir erstmal ein bisschen kosten. Das Wichtigste, finde ich, ist immer so Kruste, so was hier so. Die. Ach, komm. Ziehen wir mal hier so ein Stück ab. Also rinnen die Hohle, das klebt schon an den Fingern und so muss das sein. Mega geil. Dann nehmen wir mal ein Stück Rücken raus hier. Hört an, das knuspert wie ein Weihnachtsbraten. Naja. Ziehen das mal raus und jetzt haben wir uns gleich so ein bisschen Metzgerpapier runtergepackt. Dann werden wir nämlich hier alle drüber herfallen. Heiß, kommt man ja nicht drauf, wenn man vom Grill kommt. Also Rücken sehr gut, der ist natürlich sehr, sehr mager. Aber jetzt nicht irgendwie störrisch. Meine Fresse. Oh, der ist ja die Sicht schlimmer beim Reden, was sieht als ich es Greta Thunberg, glaube ich. Das war kein Hate, das war eine Feststellung. Aber also wir schneiden mal hinten Stücke raus. Oh, saftig. Guck mal, da ist ein Smokering, sag ich mal, wie der richtige Saft rauskommt. Oh, mega. Die Kruste backt. Ich freue mich, dass das mal ein Stück Wild ist. Was ihr selber nachgrillen könnt, jetzt nicht so wie die letzten Male, so mit den ganzen Bibern und so, oder so Kamerun-Schaf, wo du kaum rankommst, aber Wildschwein kommt mal relativ gut ran. Nacken hier oben sieht so sehr schön aus. Ich schneide mir so ein Stück runter. Und auf euch. Was willst du sagen? Perfekt gegrilltes Wildschwein. Vom Spieß. Wie gesagt, macht ein bisschen Arbeit, dauert ein bisschen Zeit. Aber vom Technikaufwand hast du sehen, wir brauchen ein bisschen Feuer, wir brauchen einen Spieß. Wir müssen auch nicht die ganze Zeit kurbeln, wenn wir immer mal so in Etappen drehen, reicht das vollkommen aus. Also wir haben wirklich bloß von oben und von unten gegrillt. Wobei ich jetzt sagen würde, ungefähr zwei Drittel der Zeit hat hier von der Oberseite die Hitze abbekommen, also dass die Oberseite unten war. Und eine leckere Nummer. Wenn ihr Wildschwein und einen Spieß habt, dann bringt beides irgendwie zusammen. Vielleicht hilft euch ja dieses Video dabei weiter. Wenn dem so ist, freue ich mich auch noch nach oben. Den ihr oder andere wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Ich esse jetzt ein Schwein. Allein.